Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch meinen Akkusauger vorstellen. Ich habe hier den Dyson V8 Absolut. Das ist schon mein zweiter Dyson Akkusauger. Ich hatte damals den, oder habe ich immer noch, den DC45 Animal. Und ich wollte damals schon immer den Dyson haben, nur war es mir immer zu teuer. Irgendwann gab es den dann für 300 Euro im Angebot. Dann habe ich zugeschlagen. Das ist jetzt 4,5 Jahre ungefähr her. Der lebt auch noch, der Akku ist nicht mehr ganz so stark. Aber ich wollte einen neuen Dyson haben. Also habe ich mir vor ungefähr einem halben Jahr auch wieder für 300 Euro, weil mehr wollte ich auch wirklich nicht ausgeben, diesen V8 Absolut zugelegt. Warum ich das Gerät genommen habe? Hier gibt es eine ganz besondere Bodendüse dabei, nämlich die Fluffy-Bodendüse für Hartböden. Ich habe ungefähr 95% Hartböden zu Hause, nur so ein paar Schmutzfangmatten, keine großartigen Teppiche. Und deswegen war mir diese Düse sehr wichtig. Was ich noch gut an dem Akkusauger finde, was ich vielleicht nicht so gut finde und vor allem, wie reinigt man das Gerät und was sollte man vielleicht beachten, möchte ich euch in diesem Video einmal vorstellen. Viel Spaß! Kommen wir erstmal zum Lieferumfang bei dem Akkusauger. Standardmäßig natürlich hier, klar, das Hauptgerät einmal dabei, das Verlängerungsrohr, eine Fugendüse, eine 2-in-1 Kombidüse, einmal hier vorne mit Borsten. Wenn man das Ganze nach hinten schiebt, hat man dann so eine, ja, ich sag mal Polsterdüse dazu mit so einem Fadenheber. Und eine Elektrodüse. Diese Elektrodüse hat zwei verschiedene Borstenarten. Einmal die roten etwas härteren, um Teppiche zu bürsten. Und einmal diese weichen schwarzen, um dann quasi von Hartböden auch feinen Staub mit aufzunehmen. So, das ist quasi das Standardzubehör. Das ist bei jedem Dyson immer dabei. Zusätzlich, weil das hier der V8 Absolut ist, gab es dazu noch die sogenannte Fluffy-Bodendüse. Hier haben wir eine große weiche Walze, die fährt. Die zeige ich euch gleich auch mal im Test. Hier wird nämlich nichts vorgeschoben. Hier wird direkt, die Walze dreht sich, dreht den Schmutz quasi ein und er wird dann eingesaugt. Finde ich total praktisch. Sauge ich auch meine Fliesen immer mit. Ich finde diese Düse genial. Noch dazu war dann so eine weiche Möbeldüse quasi dabei. Die ist wirklich sehr, sehr, sehr weich. Das heißt, hiermit kann man auch über empfindliche Oberflächen gehen, ne? Schwarz, Klavierlack etc. Da ist bis jetzt noch nichts passiert. Die ist auch echt cool. Und eine Mini-Turbodüse. Damit sauge ich unheimlich gerne meine Matratzen ab oder auch schon gerne mal ab und zu den Kofferraum von meinem Auto oder auch die Fußmatten, wenn ich die mal so richtig tiefen rein reinigen möchte. Die holt einiges raus. Die ist auch sehr praktisch, wie ich finde. So, hier haben wir das Gerät an sich. Ich habe das Gerät extra nicht ausgeleert, denn ich möchte euch zeigen, wie leere ich das Gerät, wie muss ich das Gerät warten, ne? Wo haben wir irgendwelche Filter versteckt? Und was gibt es für einen Tipp von mir zum Reinigen? Und da würde ich sagen, Kai holt mir einmal einen normalen Bodenstaubsauger, damit ich euch das einmal zeigen kann. Na, sehr gerne. So, da haben wir das gute Stück auch schon mal. Einmal für dich. Komm, jetzt her. Vielen Dank. Einmal, ich stecke ihn dir auch ein. Das ist ja auch nützlich. So. So, Sack drauf. Ich leere das Gerät bei mir zu Hause natürlich immer über einen Mülleimer aus und ich habe daneben die Garage und dort habe ich auch meinen Autostaubsauger stehen, der quasi immer eingesteckt und bereit ist und den benutze ich dann auch immer, wofür ich jetzt dieses Gerät hier einsetze. Wir haben hier oben, das ist bei dem, wenn mich nicht alles täuscht, beim V7 eingeführt worden, ein neues Behälterentleerungssystem. Früher hatte ich hier unten so eine Lasche, die habe ich aufgemacht oder hier an der Seite. Hier bei mir habe ich hier oben einen Griff, den ziehe ich raus. Ziehe ich ihn nach oben, fährt dieser ganze Filter hoch, wird abgestreift und als letztes geht unten die Klappe auf und der Dreck fällt raus. Ich mache das einfach mal hier auf meinem Tisch. So, jetzt haben wir einmal hier diesen Filter quasi abgestriffen von Haaren etc. Ziehe ich noch ein bisschen weiter, geht die Klappe unten auf. So, so viel dazu. Ist alles cool. Was mir dann aufgefallen ist, ich werde das hier einmal ganz kurz einsaugen. Sekunde. So, und ich habe sogar ein weißes Tuch hier, denn mir ist aufgefallen, wenn man jetzt den Behälter nach unten drückt, kommt noch einiges an Dreck nach. Und das ist kein Dreck, der jetzt hier noch irgendwie im Behälter drin ist, sondern der sitzt hier quasi in diesem Zyklonmitteldingen. So, ich ziehe das einmal hoch, damit ihr das sehen könnt. Das steckt da noch drinne. Das kann man auch mehrmals hintereinander machen. Da kommt jetzt noch einiges an Dreck raus.
So, und das, man, den Behälter kann man entnehmen, den kann man komplett entnehmen und kann den auswaschen. Aber das Innenleben und die Zyklone soll man nicht mit Wasser reinigen. Weil, wenn ihr da mit Wasser reinigt und es trocknet nicht zu 100%, wird natürlich Dreck mit Wasser, wenn das Ganze trocknet, sehr hart. Und dann habt ihr eventuell ein Problem, dass alle Zyklone nicht mehr funktionieren irgendwann. Ich habe mir angewöhnt, einfach mehrmals das Ding hoch und runter zu fahren. Und ganz am Ende nehme ich mir dann meinen Staubsauger. Und halte den quasi hier unten rein. Ich habe dann meist noch eine Fugendüse dran, da kommt man ein bisschen weiter rein. Und dann hat das Ganze auch gereinigt. Weil wenn ihr jetzt nochmal drückt, kommt so gut wie nichts mehr raus. Das ist also mein Tipp. Ab und zu hier oben so 5-6 Mal das Ganze hoch und runter fahren, runterknallen lassen und dann mit einem Staubsauger aussaugen. Ja, deswegen das auf jeden Fall als Tipp von mir dazu. Und ihr wisst ja vielleicht, ich bin nicht so der Freund, der jetzt sagt, ich ersetze mit einem Akkusauger meinen Bodenstaubsauger. In meinem Haushalt muss es immer einen Staubsauger geben mit Kabel, mit Stecker, damit ich auch so etwas zum Beispiel besser reinigen kann. Mehr oder weniger, zur Behälterentleerung war es auch schon. Wir haben hier oben einen Filter drin sitzen. Der ist dafür da, dass wenn der Zyklon noch nicht zu 100% da ist, also in den ersten Millisekunden, dass hier Feinstaub gefangen wird. Den wasche ich alle 3 bis 6 Monate mal aus. Der war noch nie wirklich dreckig. Also das funktioniert wirklich gut, dieses Zyklonsystem. Und ganz am Ende hier hinten haben wir den HEPA-Filter. Den drehen wir einmal raus. Und wenn ich mir den angucke, da ist noch nichts drin. Da ist keine Verfärbung vorhanden, kein Staubpartikelchen. Also dieser Zyklon hier drin arbeitet wirklich sehr, sehr gut. Also da mal ein kleines Lob an Dyson. Ansonsten haben wir hier natürlich die normalen Abnutzungsspuren. Der Behälter, wenn das Gerät neu ist, sieht natürlich immer grandios aus. Kann man schön durchgucken. Das hält dann ein paar Saugvorgänge und schon ist das Ding blind. Natürlich von dem Dreck, der sich da drinnen im Zyklon dreht. Genauso wie auch bei den Bodendüsen hier oben die Fenstersicht. Das wird dann schmutzig, das kann man auch nicht wirklich reinigen. Aber gut, das ist so, ne? Und damit muss man dann irgendwie auch leben. So viel dazu. Was ich noch sagen möchte, ist die Wandhalterung. Die habe ich jetzt nicht abgeschraubt, das habe ich mir gespart. Aber die Wandhalterung ist äußerst praktisch. Das Gerät ist ja in Pistolenform, ne? Das heißt, ihr habt das Gewicht nicht unten, ihr habt das Gewicht oben. Und die Wandhalterung ist quasi so an der Wand. Ihr steckt das Gerät so rein und es wird geladen. Ihr schiebt es nach oben und zieht es raus. Das funktioniert sehr gut. Das funktioniert besser als bei manchen Akkusaugern. Ihr kennt von unserem Kanal vielleicht den König. Da muss man schon mal so ein bisschen fiddelig das Ding in die Wandhalterung oder in die Standstation einstellen, damit auch wirklich die Kontakte greifen. Oder bei dem Aldi-Akkusauger habe ich auch Probleme. Da treffe ich manchmal erst beim 5. Mal wirklich die Kontakte. Das habe ich hier nicht. Einfach Akkusauger rein, raus, zack, das ist cool. Das ist wirklich cool gelöst. Und dann würde ich sagen, Kai, kommen wir auch schon mal zu einem kleinen Saugtest. Bereiten wir das einmal vor. Wir haben ein bisschen Testkarnulat, natürlich auch ein bisschen Zucker, weil ich möchte euch gerne die Fluffy Bodendüse zeigen. Ich möchte euch zunächst einmal so einen kleinen Test vorführen, den ich selber bei mir zu Hause auch entdeckt habe, als ich nämlich eine meiner Schmutzfangmatten gesaugt habe mit einem ganz normalen Staubsauger und ich danach einfach aus Jux und Dollerei mit dem Dyson nochmal da drüber gegangen bin. Als ich dann in den Behälter geguckt habe, da habe ich gedacht, okay, es lohnt sich vielleicht doch, mit dem Dyson die Schmutzfangmatten immer zu saugen. Dann spare ich mir das mit dem normalen Staubsauger. Deswegen habe ich den normalen Staubsauger von Kai einmal hier. Ich sauge jetzt hier eine bestimmte Fläche von dem Teppich mit dem normalen Sauger. Auch ganz normal, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Und werde dann mal mit dem Dyson der Elektrobürste darüber gehen. Der liegt natürlich jetzt hier lose auf, der Läufer genau, hier. Aber der hat Power. Ne? Hat er gesehen, der saugt ja jetzt. Also das ist kein Fake oder so, sondern der hat den jetzt auch angehoben. Deswegen. Ne? Dein Staubsauger ist gut. Ja, ich sag ja nur, damit so, hier keiner denkt, hier wird gefuscht. Ne? Genau. Weil wir hier einen Teppich haben, nehme ich natürlich nicht die Fluffy-Düse, sondern die normale Elektrobürste. Und hoppala. Und ich werde auch jetzt, wir haben ja 2 Saugstufen, habe ich doch gar nicht erwähnt. Wir haben 2 Saugstufen, normal und Max. Ich sauge zu 95% in normal.
möchte ich zum Beispiel in meiner Küche vorne diese Brotkrümel da wegsaugen und dann nehme ich die nicht direkt auf, dann gehe ich auf Max zum Beispiel, ne? Um dann quasi aus den Ritzen was rauszuholen. Oder wenn ich mit der Fugendüse arbeite, dann nehme ich schon mal Max. Aber ansonsten, auch für meine Schmutzfangmatten, reicht die normale Saugstufe immer aus. Und deswegen nehme ich jetzt auch die normale Saugstufe. So, ich würde sagen, das war jetzt ungefähr so gleichwertig mit dem normalen Sauger. Dann nehme ich mir wieder so ein schönes weißes Tuch hier und zeige euch, was der jetzt nach diesen paar Bahnen nochmal in der normalen Saugstufe da rausgeholt hat. So, könnt ihr das sehen? Das ist einiges an Dreck und auch noch Haaren. Die Haare können wir von mir aus beiseite lassen, weil das war jetzt ein normaler Bodenstaubsauger ohne Elektrobürste. Wäre also vielleicht nicht dann fair zu behandeln. Aber abgesehen von den Haaren, dieser ganze feine Staub, den wir hier haben. Ja, man sieht doch gut. Genau, sehr gut, da haben wir es jetzt. Das hat er alles einfach noch aus dieser Tiefe des Teppichs rausgeholt. Und das in der normalen Saugstufe. Ne? Das heißt, ich will jetzt einfach ganz normal nochmal mit dem normalen Sauger darüber gehen. Und wenn wir jetzt einfach nochmal in der Turbo-Stufe darüber gehen. Merkt man auch richtig, wie er sich dann festsaugt da dran. Und also da muss ich wirklich sagen, hat sich die Firma Dyson echt was Cooles einfallen lassen, dass sie das so gut hinbekommen haben, dass in so einem kleinen Gerät so viel Power steckt. So. Übrigens immer erst oben runterschieben, dann die Klappe zumachen. So, und das hat er jetzt nochmal in der Turbostufe von diesen, was waren es, 4, 5 Bahnen da rausgeholt. Ne? Ich habe Kai extra gebeten, diesen Teppich, weil es so ein Testteppich ist, einfach mal so einen Monat lang nicht zu saugen. Und das ist halt das, was da dabei rauskommt, was dieser Sauger aus der Tiefe des Teppichs rausholt, nach dem kurzen Stück. Was sagst du, Kai? Ja, krass. Also da bist echt, du ne, begeistert. Ja, finde ich gut. Das war bei mir auch mein erster Blick. Ich dachte mir, komm. Und als das Gerät komplett neu war und der Behälter noch schön durchsichtig, habe ich erstmal meine Matratzen abgesaugt, damit man wirklich mal visuell sieht, was kommt aus so einer Matratze nach einem, ich sag mal, wie oft sauge ich die ab, 3, 4, 5 Monate, was da alles rauskommt aus dieser Matratze. Jetzt würde ich gerne zum Hartboden kommen, um euch diese Fluffy-Düse einmal zu zeigen, denn von der bin ich, wie ich schon gesagt habe, auch begeistert. Ich nehme etwas Testgranulat. Kai, Teppich weg oder hast du das hier vorne im Blick? Ja, besser ist, wenn Teppich weg. Gut, da räumen wir den einfach was ein. Einmal weg. Dann haben wir das voll im Bild. So, klapp einfach zu. So, komm, dann lass mal den Markt direkt mal ein bisschen arbeiten. Ja, so, ich werde eine Bahn aus ein bisschen Zucker legen. So, ich übertreibe extra auch ein bisschen, weil das ist genau das, was diese Düse nämlich besonders gut kann. Und wir haben hier wieder was von unserem Testgranulat. Wir haben bei Dyson dieses Click-Fit-System. Ich weiß nicht, ob das einen Namen hat. Ich nenne das einfach so. Das heißt, alles sitzt fest. Hier muss nichts einfach zusammengesteckt werden. Ihr drückt den... Alles, Dyson sagt, alles, was rot ist, hat eine Funktion. So, Knopf drücken, rausziehen, fertig. Das Neue einfach einstecken und dann hat man diesen zufriedenstellenden Klickton. Zack. Und es ist fest. Da geht noch nichts mehr ab. So, auch hier sauge ich wieder in der normalen Saugstufe. Thank you.
So, und das war's schon. Die Wüste hat nichts nach vorne geschoben. Das ist dieser Walz hier zuzuschreiben, dass die einfach sich, wie gesagt, während des Saugvorgangs dreht. Ich kann das auch mal jetzt einschalten. Die dreht quasi den Dreck hier rein und wird hier eingesaugt. Das heißt, selbst wenn ihr größere Partikel habt, ne, die Saugöffnung hier ist sehr, sehr hoch, es wird einfach eingewalzt, nenne ich es mal, und dann eingedreht und eingesaugt. Finde ich total cool. Das heißt, egal, ob ihr mal größere Steinchen habt, ne, ihr kennt das vielleicht von draußen, diese etwas größeren Kieselsteine, wenn man die unterm Schuh hatte oder so, ne, da habe ich schon mal hier mit der Düse das eine oder andere Problem gehabt. Das rattert dann und rappelt und das ist so, es hört sich so weniger gesund an in meinen Ohren. Deswegen die flache Düse und ich bin total begeistert davon. Wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne einen Kommentar da lassen, wenn ihr Fragen habt zu dem Dyson Akkusauger. Wenn ihr generell eine Frage dazu habt, Dyson hat ja auch schon jetzt weitere Geräte auf den Markt gebracht. V10 und V11 gibt es. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne einfach einen Kommentar da lassen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Auf Wiedersehen.